Das ist Ulla Haferkorn. Hotel, was ist? Nur wollen wir ja Wurzeln schlagen, oder wie? Mutter Haferkorn. Mann, hör doch mal auf. Du hast doch mal Ehenamen mit deiner Frau verbringen können. Vater Haferkorn. Ich hab's ja schon gestern. Vitamine. Wir kennen Vitamine. Wir Puffer. Und Ullas sympathischer Verlobter. Ach, Schnallöken. Na, steht alle Tür im Heu? Das ist Thomas, Ullas Traummann. Die Unterhose behältst du aber an, sonst habe ich einen Knacks fürs Leben weg. Was neues? Mutter kennt ihn. Er hat ein Auto und riechen tut er gut. Was tut er? Vater darf ihn nicht kennen. Das ist ja ganz anders geworden. Weißt du, wer da über den Weg gelaufen ist? Der Verlobte möchte ihn gerne kennen. Ja, das will ich. Ganz genau. Wer ist denn der Typ? Was meinst du damit? Na, und wenn man seine Ruhe haben möchte... Was? Bekannter von mir. Wer weiß denn, dass du hier bist? Nee, aber wird's in der Zeitung gelesen haben. Und wenn man wie Thomas bei der Schweizer Botschaft arbeitet... Fährt ihr mal eben über die Grenze eine Pizza holen? Dann sucht man sich ein ruhiges Plätzchen. Im anderen Teil der Stadt. Kneif mich mal. Wieso denn? Damit ich weiß, dass ich nicht träume. Ich mit nur auf dem Kudamm. Halt grad mal so fürs Wochenende. Oder? Ich wollte es dir eigentlich erst zum Frühstück sagen. Ich will, dass du jetzt hier bleibst. Es ist nämlich was passiert. Einmal Kudamm und zurück ist eine witzig-spritzige Komödie. Zeig mir Schachspielhorn oder Halma oder Mensch, ärgere dich nicht? Ja, wieso? Bei uns sieht man sich nämlich aus dafür, bei euch in der Schweiz nicht. Einmal Kudamm und zurück. Eins, zwei, drei.